ICF-Freudlingen Podcast. Dieses Video mit über 6 Millionen Klicks hat sie berühmt gemacht. Es zeigt den Moment, in dem ihre Mutter ihr zum ersten Mal Hormontabletten gibt. Warum, fragen Sie jetzt? Corey ist im Körper eines Jungen geboren, fühlt sich aber als Mädchen. Die Tabletten sollen aus dem Kind ein Mädchen machen. Wir haben sie auf ihrem mutigen Weg begleitet. Was macht's mit dir, wenn du solche Beiträge im Fernsehen siehst? Ein kleiner Junge, Corey, fühlt sich als Mädchen und geht diesen Schritt der Umwandlung. Macht sich neugierig? Ist es interessant, sich das anzugucken? So nach dem Motto, krass, was alles gibt und geht. Bist du eher neutral? So, betrifft mich nicht, interessiert mich auch nicht groß. Bist du eher genervt und sagst, Mann, es juckt mich ehrlich nicht und will ich auch nicht sehen und will ich mich auch nicht mit beschäftigen? Bist du gar empört? Geht doch gar nicht. Das will ich nicht, das darf man nicht, soll man nicht, erst recht nicht mit einem Kind. Ich glaube, die ganze Bandbreite der Reaktionen sind völlig normal. Und sind wahrscheinlich hier im Raum, sind hier unter unseren Zuschauern, Zuhörern, wo auch immer vertreten. Ich möchte euch am Beispiel von Corey ganz kurz aufzeigen, wie sich unsere Gesellschaft in den letzten, sagen wir mal, 100 Jahren verändert hat. Vor 50 bis 100 Jahren gab es auch schon Corys. Allerdings hätte man mit ihr über ihr Anliegen wahrscheinlich noch nicht einmal geredet. Man hätte sie nicht ernst genommen, man hätte sie nicht groß dazu befragt. Man hätte das relativ schnell abgewatscht nach dem Motto, ja, das gibt sich wieder und dann wäre das erledigt gewesen. Ihr Umfeld wäre tatsächlich sehr schnell fertig gewesen mit dem Thema. Aber in Corey hätte möglicherweise ein lebenslanger Kampf begonnen. Und dieser Kampf ist für Menschen sehr unterschiedlich ausgegangen. Es gab Menschen, da hat es sich wirklich gelegt. Sie haben anders empfunden im Laufe ihres Lebens. Und es gab Menschen, die hat es in den Selbstmord getrieben. Vor 20 bis 30 Jahren etwa, vermutlich hätte man auch nicht wirklich ernsthaft mit Corey geredet. Man hätte es auch eher so ein bisschen ausgeschwiegen. Aber spätestens mit der Volljährigkeit hätte Corey entdeckt, dass es eine Parallelwelt gibt. Als Drag Queen in bestimmten Kreisen, Szenen, hätte sie die Chance gehabt, zumindest einen Teil ihrer Gefühlswelt auszuleben. Aber sehr wahrscheinlich wäre sie dadurch in ein Doppelleben hineingekommen, das ihr Leben sehr kompliziert gemacht hätte und sehr vieles im Verborgenen, Versteckten stattgefunden hätte. Seit ein paar Jahren nun gibt es Möglichkeiten. Möglichkeiten in den unterschiedlichsten Varianten. Von dem Ausleben verschiedener sexueller Identitäten über Hormonbehandlungen bis hin zu Operationen der kompletten Geschlechtsumwandlung. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten, wie man heute mit so einer Situation umgehen kann. Und das, was sich in diesen 100 Jahren in der Gesellschaft getan hat, findet heute alles parallel statt. Es gibt heute Gesellschaftsgruppen, die lehnen das völlig ab. Da gibt es diese autoritäre, darf nicht sein, gibt es nicht, Ende. Es gibt diese versteckte Welt und es gibt die Welt der Möglichkeiten. Alles parallel, alles gleichzeitig. Und eines möchte ich heute in dieser Predigt vorab sagen. Ganz egal, welchen dieser Wege ein Mensch durchlaufen hat oder durchläuft, es ist immer ein Horrorfilm. Immer. Für jeden Betroffenen ist das ein Horrorfilm in seinem oder ihrem Leben. Niemand sucht sich das aus. Niemand steht morgens früh auf und entscheidet sich, oh, heute bin ich mal nicht mehr, was ich bin. Heute bin ich ein anderer. Und ab heute will ich das auch anders leben. Das macht niemand. Gar niemand. Hinter jeder einzelnen Geschichte steckt ein langer, meist sehr umkämpfter
trauriger, verletzungsreicher Weg. Und da hilft weder der Ansatz, hey, das ist doch alles easy, das kann man schön alles parallel ausleben, noch der fromme Ansatz zu sagen, das ist Sünde, das darf man nicht und das gehört weg. Beide Ansätze helfen der betroffenen Person keinen Millimeter weiter. Ich glaube, und das ist meine ganz persönliche Überzeugung, ich glaube, jeder Mensch wünschte sich, er könnte aus tiefstem Herzen Psalm 139 beten und von sich selber sagen, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Ich glaube, was die Welt am wenigsten braucht, ist noch eine Predigt, noch einen Pastor, noch eine Kirche, die ein Urteil spricht. Ich glaube, was die Welt am wenigsten braucht, ist, dass nochmal eine Gruppe aufsteht und einen Leitfaden gibt, was richtig und falsch ist. Und wenn du dir das heute aus dieser Predigt versprochen hast, dann kann ich dich jetzt schon enttäuschen. Das ist nicht mein Ansatz, das ist nicht meine Absicht heute. Was wir allerdings brauchen, und davon bin ich zutiefst überzeugt, wir brauchen Orientierung, wir brauchen Richtung, wir brauchen einen Weg, wir brauchen Wahrheit, wir brauchen Leben. Vater im Himmel, und ich danke dir, dass dir kein Thema zu heiß ist, dass du es nicht ansprechen würdest. Ich danke dir, dass du auf uns schaust, mit einem gefüllten Herz voller Liebe, voller Gnade, voller Rücksicht, voller Annahme. Und Herr, ich möchte dich bitten, dass heute dieser Tag, diese Predigt, dieser Moment dazu beitragen kann, dass wir mehr von dem annehmen können, was du geschaffen hast und dass wir mehr in diesen Frieden eintauchen, den du für uns vorgesehen hast. In deinem Namen, Jesus. Amen. In Jakobus 1, Vers 5 heißt es, wenn es jemand von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, so soll er Gott darum bitten und Gott wird es ihm geben. Ihr wisst doch, dass er niemand sein Unvermögen vorwirft und dass er jeden reich beschenkt. Wir brauchen Weisheit. Ich habe lange Zeit nicht über dieses Thema, man sagt ganz so plakativ Gender Mainstream, gepredigt, weil ich lange Zeit gesagt habe, hey, ich will nicht zu schnell über etwas reden, von dem ich eigentlich selber nur verwirrt bin. Und ich habe lange Zeit darüber gebetet und habe Gott um Weisheit gebeten. Und ich glaube, dass zumindest ein kleiner Tropfen Weisheit mittlerweile da ist, von dem ich heute etwas weitergeben möchte. Aber mir ist klar, dass ich damit mich auf dünnem Eis bewege. Und mir ist auch klar, dass ich mich vielleicht selber ein Stück weit damit auch verletzlich mache. Aber diesen Weg möchte ich gehen, weil ich glaube, dass es wert ist. Was haben all die Versuche, die Personen wie eine Corrie in den letzten 100 Jahren unternehmen konnten, gemeinsam? Was ist allen 3, 4, 5 Wegen, die so Menschen gehen können, gemein? Das erste, ein Mensch ist in seiner sexuellen Identität verwirrt. Da ist ein Junge als Junge geboren, er schaut an sich runter, er sieht, aha, Junge, er schaut in sich rein und fühlt Mädchen. Und da findet eine Verwirrung statt, eine Desorientierung. Da ist ein Mensch, der nicht mehr weiß, was bin ich eigentlich, was soll ich sein, was soll ich fühlen, was ist mit mir. Als Junge geboren, als Mädchen gefühlt. Das Spannende ist, ob du dich jetzt als Mädchen kleidest, ob du dich wie ein Mädchen gibst, ob du Hormone nimmst, damit du wie ein Mädchen aussiehst, selbst wenn du dich umoperieren lässt und dann auch inklusive deiner Geschlechtsorgane zu einem Mädchen wirst, du legst dich wieder fest auf eine sexuelle Identität. Davor war es die Festlegung Junge und jetzt ist es die Festlegung Mädchen. Aber es ist ja wieder festgelegt. Und da gibt es ein paar Menschen, von denen ich teilweise denke, dass sie schlau sind, die sagen, hey, genau diese Festlegung ist das Problem.
Und es gibt eine Bewegung, die kommt aus unterschiedlichsten Bereichen, aus der Gesellschaft, aus der Politik, aus der Wissenschaft, teilweise auch aus der Theologie, die sagen, diese Festlegung muss aufgehoben werden. Warum soll ich mich festlegen? Und aus dieser Bewegung heraus, diesem Gender Mainstream, da gibt es jetzt verschiedene Strömungen. Und diese Strömungen haben unterschiedliche Ansätze. Die eine Strömung, die möchte Anerkennung. Sie fordern Anerkennung dafür, dass das Leben aus mehr besteht als männlich und weiblich. Sie sagen, erkennt bitte endlich an, dass es auch einen dazwischen gibt. Und wisst ihr, da kommen jetzt die Frommen und sagen, ja, aber in der Bibel steht, Gott hat den Mensch als Mann und Frau geschaffen. Das stimmt, aber wisst ihr, was da auch steht? Dass es danach einen Sündenfall gab und dass die gesamte Schöpfung durcheinander geraten ist. Und was die Medizin schon lange erkannt hat, sollten auch wir endlich begreifen, dass es hier nicht nur Schwarz und Weiß gibt, sondern eine ganze Menge dazwischen. Und diese Strömung möchte anerkennen. Was ich spannend finde, ist, dass sie eben durchgesetzt haben, dass man sich nicht mehr entscheiden muss. Wenn ein Kind auf die Welt kommt und es ist nicht klar, welches Geschlecht es ist, dann müssen nicht mehr die Eltern sagen, so Junge oder Mädchen. Und an der Stelle empfinde ich es als einen Fortschritt. Eine andere Strömung, der geht es um Beliebigkeit. Die sagen einfach, hey, es ist beliebig. Heute Junge, morgen Mädchen, übermorgen weiß ich nicht. Ist auch egal, sei da einfach easy, sei locker drin, entscheide dich täglich neu. Ganz ehrlich, wenn das dann auch körperliche Konsequenzen hat, wird es sehr anstrengend, weil dieser Weg einer Geschlechtsumwandlung ist nicht so einfach und nicht von heute auf morgen und dann wieder rückwärts, so easy ist es nicht. Und dann gibt es noch diese Strömung der Abschaffung. Sie sagt, schafft die sexuelle Identität ab. Und diese Strömung, die greift sehr, sehr weit in unsere Gesellschaft hinein. Wir merken das, es gibt eine Aufhebung der geschlechtsspezifischen Orientierung. Wir merken das an der Sprache, die Gendersprache. Männlich, weiblich, divers, mittlerweile verpflichtend, wenn du eine Stellenannonce ausschreibst. Männlich, weiblich, divers ist unser Sprachgebrauch. Aber da macht es nicht Halt, es geht noch viel, viel weiter. Letzte Woche habe ich einen Zeitungsartikel gesehen, bisschen grotesk, ja, Unikliniken sollen nicht mehr Muttermilch sagen. Da habe ich gedacht, okay, was dann? Ja, Milcherzeugnis des jetzt Stillenden. Okay, da haben sie selber gemerkt, das kommt nicht gut. Elternmilch war dann der Vorschlag. Okay. Unter konservativen, meist frommen Menschen stellt sich sofort die Frage oder sehr häufig die Frage, wie weit geht das noch? Was kommt denn da noch? Was soll man denn noch alles machen? Wie weit soll das noch gehen? Und ganz ehrlich, ich verstehe zwar die Frage, aber ich glaube, dass sie uns überhaupt nichts bringt. Ich würde eigentlich gerne eine andere Frage stellen, nämlich die Frage, wie weit könnte uns das bringen? Also ganz im Ernst jetzt mal, das ist ganze Polemische und das Lächeln, das ich auch mache, einfach mal beiseite. Wie weit könnte es uns bringen, wenn wir tatsächlich dieses ganz geschlechtsspezifische aufheben würden? Wie weit kämen wir eigentlich? Und da fand ich es spannend, ich habe aus einem Vortrag von einer Sexualwissenschaftlerin, Sophinette Becker, gelesen, Geschlechtsidentität sei sowohl das Ergebnis komplexen Zusammenwirken körperlich, seelischer, sozialer Faktoren, als auch Ergebnis gewaltiger psychischer Abwehr- und Integrationsleistungen. Und jetzt kommt's, sie sei ebenso wenig natürlich gegeben, wie ausschließlich das Produkt einer freien Wahl. Was sagt diese Frau? Ganz einfach ausgedrückt, es ist nicht so einfach. Es ist nicht so einfach. Unsere sexuelle Identität ist ein Zusammenspiel aus dem, was wir mitbekommen haben,
das, was wir biologisch mit in diese Welt bringen, und einem Teil, was aus uns gemacht wurde. Und wisst ihr, beides kann man nicht einfach von der Hand weisen. Wir werden zum Jungen gemacht. Wir werden zum Mädchen gemacht. Und das ist nicht ein Hirngespinst, das ist schon Wahrheit. Wenn eine Schwangere sagt, so, ich bin schwanger, ja, was ist es, warum? Ja, ich will die Farbe fürs Babybett wissen. Und ganz so extrem ist es nicht mehr, aber es ist schon noch in uns drin. Wir werden geschlechtsspezifisch auch erzogen. Und doch ist es beides. Selbst wenn wir die komplette Geschlechtsorientierung der Gesellschaft aufheben würden, bliebe immer noch das, was wir gebürtlich mitbringen. Und das betrifft, und da weiß ich, jetzt wird es heikel, das betrifft eben auch unsere sexuelle Neigung. Unsere sexuelle Neigung ist nicht zu 100% entwickelt und sie ist nicht zu 100% geboren. Sie ist ein Ergebnis. Ein Ergebnis, das sich irgendwann zeigt. Beim einen früher, beim anderen später. Leider haben wir Menschen diese Tendenz, nicht nach Lösungen zu suchen, sondern nach Schuld. Und wir stellen die Schuldfrage. Und ganz ehrlich, das hat uns in den letzten Jahren zu einem immer größeren Problem geführt in unserer Gesellschaft. Wenn ich Gott nicht die Schuld geben kann, weil er mir entweder zu heilig ist als frommer Mensch, ja, ich kann Gott nicht für was schuldig erklären, oder weil ich gar nicht an ihn glaube. Also wenn ich Gott nicht die Schuld geben kann, ja, dann muss ich sie der Gesellschaft geben. Wenn aber das Umfeld, die Gesellschaft, die Familie auch nicht schuldig gemacht werden können, weil du zum Beispiel zwei Kinder hast und der eine entwickelt sich so und der andere so, obwohl er beide irgendwie gleich erzogen wurden. Ja, wer ist dann schuld? Am Ende bleibt doch nur der Betroffene. Und wisst ihr, was das mit der Psyche eines Betroffenen macht? Aggression. Und Aggression kann sich auf zwei Seiten äußern. Aggression nach außen aufdrehen oder Depression nach innen. Beides ist aggressiv. Aggression gegen Gott. Gott, warum hast du mich so gemacht? Warum bin ich so? Warum empfinde ich so? Warum fühle ich so? Und wenn Gott für dich nicht gibt, ja, dann ist es die Gesellschaft. Dann wirst du aggressiv gegenüber der Gesellschaft. Hör doch auf, Lehrer zu sagen oder Lehrerin zu sagen. Finde doch endlich eine Gesellschaft, die irgendwie geschlechtsneutral ist, damit ich mich anders fühlen kann. Aggressiv gegen die Gesellschaft. Und wenn du das auch nicht schaffst, wirst du aggressiv gegen dich selbst. Und dann passiert das, was eigentlich am allerschwierigsten ist. Mit mir stimmt doch was nicht. Bin ich normal? Bin ich richtig? Ich werde heute ein paar Minuten überziehen, weil ich einfach das Gefühl habe, da steckt so viel drin. Und ich habe mir lange überlegt, ob ich das sagen soll und einbringen soll in diese Predigt. Meine Frau und ich, wir haben festgestellt, dass wir nicht zeugungsfähig sind, also medizinisch und so. Und im Lauf dieser Untersuchungen, warum wir nicht zeugungsfähig sind, hat man bei mir alles auf den Kopf gestellt. Und irgendwann bekam ich schwarz auf weiß, ich habe zu viel weibliche Hormone. Und auf einmal habe ich auf dem Papier etwas gesehen, was ich im Herz lange, lange Zeit gespürt haben. Ich hatte nie das Bedürfnis, mich irgendwie als Frau zu kleiden oder feminin aufzutreten, aber es gab viele Momente in meinem Leben, wo ich typisch Männliches nicht nachempfinden konnte. Wo ich einfach da stand und spüre ich nicht, ist nicht so bei mir. Und jetzt habe ich eine Frau gefunden, die unter etwas sehr Ähnlichem leidet, nur andersrum. Die bei typisch weiblichen Sachen einfach irgendwie nicht nachempfindet. Und zusammen harmoniert das hervorragend.
Macht euch da keine Sorgen um uns, uns geht's richtig gut. Bin ich normal? Normal ist das Schlüsselwort. Die Genderbewegung möchte die Norm aufheben. Und ich bleibe jetzt positiv. Sie möchte die Norm aufheben, weil die Frage, ob ich normal bin, sehr viele Menschen zerstört. Jetzt muss man aber mal fair bleiben. Normal bezeichnet in der deutschen Sprache etwas, was einer Norm entspricht. Und eine Norm ist bei uns zunächst einmal eine statistische Häufigkeit und nicht mehr und nicht weniger. Und die statistische Häufigkeit ist nach wie vor weltweit so, dass deutlich mehr als 90% der gesamten Weltbevölkerung seine Geschlechtsidentität auch in seinem biologischen Geschlecht findet. Das ist die Norm. Und wenn wir von Norm reden, dann muss und finde ich, dann soll man das auch sagen dürfen, dann ist allein aufgrund der statistischen Häufigkeit eine heterosexuelle Ehe zwischen Mann und Frau immer noch die Norm dieser Welt. Und jeder, der da etwas anderes sagt, meint etwa etwas anderes oder verdreht etwas. Aber hier geht es um Norm im Sinne von Häufigkeit. Das Problem ist, dass vor allem wir Christen diese Norm benutzt haben. Wir haben unsere Norm, die wir ideell belegen, weil wir sagen, so steht es in der Bibel, daher kommt es. Ob das so ist, ist noch gar nicht nachgewiesen, aber wir behaupten, dass es so ist. Und wir nehmen diese Norm, um jemandem anderen zu zeigen, du bist nicht in der Norm und jetzt machen wir einen riesigen Fehler. Nämlich nicht in dem Sinne von, du erfüllst die Statistik nicht, sondern im Sinne von, du bist gestört. Du bist nicht normal im Sinne von, du bist nicht gesund. Und dann kommen so Äußerungen wie Homosexualität, ist Krankheit und all diese Dinge. Und das ist eine Perversion, die leider aus christlichen Kreisen vorangetrieben wird. Wir sind hergegangen über einen riesen Zeitraum und haben Menschen dieser LGBT-Bereich, was immer man darunter jetzt alles zählen mag, Lesben, Schwul, Homo, Heterosexuell, Transsexuell, Intersexuell, da kannst du so vieles drunter zählen, was aber irgendwie eine Minderheit darstellt, sind wir hergegangen und haben ausgegrenzt, haben verurteilt und geächtet. Und ich bin froh, dass es eine Bewegung gibt und ich bin froh, dass es Gesetze gibt, die auch uns christliche Menschen dazu zwingen, nachzudenken. Und sagen, hey, denk mal nach, ob das wirklich richtig ist. Hinter der Frage, bin ich normal, steckt doch eigentlich eine ganz andere Frage. Bin ich anerkannt? Bin ich richtig? Darf ich sein? Das ist doch die Frage, die hinter der Frage steht. Und ich möchte an der Stelle das ausdrücklich sagen, weil ich nicht weiß, ob wir es bis heute jemals so deutlich gemacht haben, aber ich will es tun. In dieser Kirche ist jeder Mensch, lesbisch, schwuler, hetero, homosexuell, transsexuell, wie auch immer, herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Jeder ist in dieser Kirche willkommen. Und da gibt es keinen Unterschied. Als Kirche ist es unsere Leidenschaft, dass wir Jesus Christus ähnlicher werden, furchtlos leben und unser Umfeld positiv verändern. Und wisst ihr was, an der Stelle, da kamen mir wirklich Tränen,
weil ich mich gefragt habe, wo tragen wir wirklich dazu bei, dass diese Menschen furchtloser leben? Oder bauen wir eine Gesellschaft auf, die eher noch Furcht macht? Und wenn das so ist, dann ist es Zeit umzukehren. Manchmal ist es aber gar nicht so einfach zu erkennen, was für eine Rolle spielen wir eigentlich in diesem ganzen Ding. Und auch unser Glaube und unsere Statements. Und deshalb möchte ich den zweiten Teil der Predigt verwenden, um ein ganz konkretes Beispiel zu machen. Ich möchte euch zeigen, wie unser Glaube und unsere Bibel sowohl zum Segen, aber auch zum Fluch werden kann. Wie wir dazu beitragen können, dass unsere Ansicht befreit, aber auch einengen kann. Und dazu, wir sind in der Serie Lifehacks, dazu gehen wir in die Sprüche. Und Lifehacks, dieses Thema ist nicht mit einem kurzen Lifehack einfach erledigt. Ganz ehrlich, ich möchte euch sogar davor warnen. Es gibt viel zu viele Leute, die zu so einem komplexen Thema nur eine ganz schnelle Antwort geben. Die ist fast immer falsch. Und deshalb widme ich diesem Thema nicht einen Vers, sondern ein ganzes Kapitel. Und zwar das ominöse Kapitel 31 aus den Sprüchen. Du kannst es gern zu Hause nachlesen. Mir wurde es zu viel für die Leinwand, deshalb lese ich es, aber du kannst es nachlesen. Sprüche Kapitel 31. Ein Loblied auf die tatkräftige Frau. Eine tüchtige Frau, wer hat das Glück, sie zu finden? Sie ist wertvoller als viele Juwelen. Bäm, stopp. Wertvoller ist ein Schlüsselwort. Und wenn dort steht, dass diese Frau wertvoller ist, dann kann man das so und so verstehen. Und es gibt Leute, die lesen das Wort wertvoller. Und alles, was jetzt kommt, wenn sie sich damit nicht identifizieren können, empfinden sie sich selber als weniger wertvoll. Das muss einem klar sein, wenn wir immer so locker sagen, hey, Bibel hilft bei allem. Manchmal ist auch eine Frage, was lese ich, wenn ich das lese? Du bist so wertvoll, dass Jesus sein Leben für dich gegeben hat. Das definiert deinen Wert. Ihr Mann kann sich auf sie verlassen. Sie bewahrt und vergrößert seinen Besitz. Zu gut Deutsch, sie trägt wirtschaftliche Verantwortung für die Familie. Ihr Leben lang tut sie ihm Gutes, niemals fügt sie ihm Leid zu. Sie besorgt sich Wolle und Flachs und verarbeitet es mit geschickten Händen. Zu gut Deutsch, sie ist Handwerker. Die kann mit ihren Händen was anfangen und arbeiten. Von weit her schafft sie Nahrung herbei, wie ein Handelsschiff aus fernen Ländern. Das heißt, sie verlässt den Horizont der Familie und ist ideenreich, mutig und visionär. Noch vor Tagesanbruch steht sie auf und bereitet das Essen. Den Mägden sagt sie, was zu tun ist. Sie ist eine gute Führungskraft. Sie hält Ausschau nach einem ertragreichen Feld und kauft es. Von dem Geld, das ihre Arbeit einbringt, pflanzt sie einen Weinberg. Sie ist wirtschaftlich unabhängig und erfolgreich. Unermüdlich und voller Tatkraft ist sie bei der Arbeit. Was getan werden muss, das packt sie an. Sie merkt, dass ihr Fleiß Gewinn bringt. Beim Licht der Lampe arbeitet sie bis spät in die Nacht. Mit geschickten Händen spinnt sie ihr eigenes Garn. Sie leitet ein Unternehmen, ist fleißig und geschickt. Sie erbarmt sich über die Armen und gibt den Bedürftigen, was sie brauchen. Also sie ist auch noch ein richtig guter Mensch. Den kalten Winter fürchtet sie nicht, denn ihre ganze Familie hat Kleider aus guter und warmer Wolle. Sie fertigt schöne Decken an und ihre Kleider macht sie aus feinem Leinen und purpurner Seide. Das heißt, sie ist strategisch und vorausschauend. Und jetzt kommt, ihr Mann ist überall bekannt. Und was er sagt, hat Gewicht im Rat der Stadt. Sensationell. Der tut sozusagen nichts und kriegt die ganzen Lorbeeren. Sie näht Kleidung aus wertvollen Stoffen und verkauft sie. Ihre selbstgemachten Gürtel bietet sie den Händlern an. Sie ist eine würdevolle und angesehene Frau. Zuversichtlich blickt sie in die Zukunft. Obendrein auch noch attraktiv.
angesehen. Sie redet nicht gedankenlos und ihre Anweisung gibt sie freundlich. Sie kennt und überwacht alles, was in ihrem Haus vor sich geht. Nur Faulheit kennt sie nicht. Ihre Kinder reden voller Stolz von ihr und ihr Mann lobt sie mit überschwänglichen Worten. Es gibt wohl viele gute und tüchtige Frauen, aber du übertriffst sie alle. Also die bekommt nicht nur Arbeit und Familie unter einen Hut, sie bekommt auch noch die nötige Anerkennung dafür. Jetzt mal ganz ehrlich, wem geht's mit dem Kapitel gut? Ich könnte ja jetzt sagen, wisst ihr, ich bin der Einzige, der so eine Frau hat. Ue, aber dann würde ich voll auf der Schleimspur ausrutschen. Dieses Kapitel der Bibel kann zu einer Freiheit führen, kann aber auch zu einem unfassbaren Druck führen. Findest du dich da wieder als Frau? Beschreibt das dich? Ich glaube, dass es in dem Kapitel überhaupt gar nicht darum geht, wie Männer ihre Frauen beurteilen. Probleme mit unserer sexuellen Identität beginnen nicht erst beim Thema Geschlechtsumwandlung. Ich habe ganz bewusst jetzt mal so ein paar Gedanken rausgesucht, die vielleicht beim einen oder anderen von uns schon mal gekommen sind. Also ich sehe meinen Lebenssinn nicht darin, zu Hause zu bleiben und Kinder zu bekommen. Mir ist Beruf und Karriere wichtiger als die Familie. Mir ist der Beruf nicht so wichtig. Ich möchte Kinder haben und am liebsten zu Hause bleiben, bis sie groß sind. Mir sind Fußballergebnisse wichtiger als Modetipps. Meine Welt könnte nur aus Einhörnern und Glitzer bestehen. Ich hasse Rosa. Ich bekomme die Aufgaben im Haushalt und Beruf nicht unter einen Hut. Ich bin nicht die Sexbombe für meinen Mann. Ich habe mehr Lust am Sex als er. Ich möchte neue Dinge gründen, etwas aufbauen, visionieren. Ich möchte zu Hause bleiben und bin einfach mit dem zufrieden, was ich habe. Sind das jetzt typische Frauenfragen? Ganz ehrlich, ich glaube, Männer und Frauen haben die gleichen Fragen. Wir haben die gleichen Zweifel. Wir bekommen Vorbilder unter anderem aus der Bibel, wenn wir es falsch verstehen, und fragen uns, ob wir dem gerecht werden. Wenn ich nicht so eine Frau bin, die alles auf die Reihe kriegt, wenn ich nicht die Sinnerfüllung in den Kindern sehe, wenn ich nicht meine Selbstverwirklichung im Beruf sehe, wenn ich nicht so und so aktiv bin, bin ich dann richtig? Bin ich dann der ich sein sollte? Muss ich so sein, damit ich wertvoller bin, wie es in diesem ersten Vers heißt? Was, wenn ich diesem Bild nicht entspreche? Dieses Kapitel stammt auch von Salomon. Letzten Sonntag hatten wir es darüber, dass Salomon einer der weisesten Menschen ever war. Und ich finde, in dem Kapitel hat seine Weisheit den Höhepunkt erreicht. Weil ich glaube, Salomon hat etwas ganz entscheidend Wichtiges über Gott kapiert. Gott traut dir etwas zu. Gott traut dir als Frau zu, Handwerker zu sein. Gott traut dir als Frau zu, Familienmensch zu sein, Geschäftsfrau zu sein. Du kannst viele Dinge unter einen Hut bringen. Deine Schönheit ist mehr als Aussehen. Du bist mehr als das, worauf dich deine Gesellschaft reduzieren möchte. Ich glaube, dieses ganze Kapitel ist ein einziger Schrei von Gott an uns.
Und Gott möchte in dein Leben reinsprechen und dir sagen, hey, ich traue dir etwas zu. Wisst ihr, ich glaube, dass unsere Orientierungslosigkeit so weit gehen kann, dass es für einen Mensch der einzige Ausweg ist, sein Geschlecht zu ändern. Ich glaube, das kann passieren. Aber ich glaube, selbst wenn ein Mensch das tut, ist die Orientierungslosigkeit damit nicht beendet. Als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, wird berichtet, dass der Himmel über ihm aufging und es kam eine Stimme, die sagte, dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich von Herzen freue. Jesus bekam den Zuspruch seines Vaters. Und ich glaube, heute an diesem Sonntag möchte Gott in dein Leben einen Zuspruch machen. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist ein Mensch, der vielleicht momentan nicht weiß, ob er Sohn oder Tochter ist. Es ändert überhaupt nichts daran. Wenn Gott auf dich schaut, dann tut er das mit erfülltem Herz. Er freut sich an dir. Du bist sein geliebtes Kind. Und das Spannende ist, dieses Wort Kind ist geschlechtsneutral. Gott war der erste Gender. Du bist sein geliebtes Kind. Und als Kind möchte er dich annehmen. Aber vielleicht brauchst du manchmal diese Zeit, in der du dich Gott einfach hingibst. Vielleicht braucht es manchmal die Momente in deinem Leben, wo du wirklich mal alles wegschiebst und sagst, Gott, gib mir diese Zusage. Füll du mich damit. Nicht immer gleich mit einem Konsequenzdenken. Ja, aber dann muss ich. Nein, überhaupt gar nichts musst du dann. Einfach mal bei Gott sein. Amen. Vielen Dank fürs Zusehen. Weitere Infos unter icf-reutlingen.de.